Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen und dies sind hier ganz entscheidende Momente für Wallonien. Wir sind in ein bisschen schwieriger Situation. Haxaco hat uns angegriffen, sodass wir jetzt mit Zim und Haxaco im Krieg sind. Das könnte knifflig sein. Ordune ist auf unserer Seite. Aber mal sehen, wie wir das hier bestehen werden. Wir haben eine Invasion geplant auf Warren und das wird dann auch gleich das Thema sein. Ich bin gespannt, wie viele Verteidiger dort zu erwarten sind. Zim wimmert um Frieden. Ja, wir könnten diesen Frieden natürlich durchziehen. Aber das würde ja auch ein Allianzende mit Ordun bedeuten. Ne? Wenn wir das jetzt einseitig erklären. Und wie immer weiß ich nicht, wie Ordune da tickt. Tja, nee, das würde ich sagen, machen wir nicht. Wir bleiben jetzt beim Plan, lehnen das Ganze ab und ziehen das jetzt durch. Kaufen erstmal wieder hier unsere Konserven und es geht los. Ach du Schreck! Nein! 6 Schwere und hier 2. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird extremst verlustreich. Puh. Wie machen wir das denn, ey? Na, wir müssen auf jeden Fall mit unseren leichten Soldaten nach vorne, das ist klar. Das ist unser General. Der hält hinten die Stellung. Die kommen erstmal sowieso nicht zum Einsatz. Sind wir jetzt doch mit beiden Generälen hier am Start? Ach nee, das ist schwere Kavallerie. So. Ja, von hier werden die Leichten schon beschossen. Aber es hilft nichts. Sie müssen nach vorne. Es wird bitter, aber... Ja, das ist ihr Job. Ich glaube, jetzt haben jetzt schon alle Kanonen geschossen. Das wäre immer ganz cool, wenn man das sehen würde beim Gegner. Vielleicht sieht man es auch nur und ich weiß es nicht. Ja. So, die eine Truppe hat sich jetzt heldenhaft geopfert. So, jetzt haben sie alle geschossen. Das heißt, mit einem können sie alle erledigen. Aber der ist ja noch nicht ganz tot. Das ist ja fantastisch. So. Jetzt ziehen wir im Prinzip die anderen Leichten nach vorne. Und dann müssen wir natürlich mit unseren leichten Artillerie irgendwie in Stellung kommen, dass wir sie erwischen. Das ist jetzt die große Frage. Klappt das in dem Zug? Nee, es klappt ganz offensichtlich nicht. Ja, doch, hier einmal immerhin. Einmal haben wir getroffen. Das hat nicht geklappt. Ach Mensch. Ärgerlich. Hier, da müssen wir noch weiter vorgehen. Da oben schaffen wir es nicht. Nee, das geht auch nicht. Hier wird es auch nicht funktionieren. Na, und die bleiben jetzt erstmal hinten. Die sind zu wertvoll. Wobei, die können wir eigentlich nach vorne bringen. Wobei, die wird dann gleich zerschossen. Aber egal, wir müssen es jetzt wagen. Ja, jetzt ist er dran. Knallt uns hier ordentlich was weg. So, du bleibst bitte stehen. Können wir jetzt irgendwo die Moral verstärken? Macht, glaube ich, im Moment keinen Sinn. Dann bleib mal lieber hier hinten. Du auch. Und du auch. Der hat die Moral verstärkt. So, haben sie sich jetzt schon weitestgehend verschossen? Oder wie ist die Situation? Gehen wir noch einmal vor. Ja, es sieht so aus, als ob sich die Artillerie verschossen hätte. Dann gehen wir jetzt hier einfach noch ein bisschen nach vorne in die Defensive.
Also in die Feuerbereitschaft, das wollte ich auch nicht sagen. Jetzt müssten wir ihn erreichen können, jawohl. Er ist nicht mehr einsatzfähig. Das ist doch mal gut. Kann er schon treffen? Ja. Sehr gut. Ja, die haben wir auch. Eigentlich müsstest du dort jetzt treffen. Jawohl, drei haben wir jetzt vielleicht ausgeschaltet. Okay, hier gehen wir vorsichtig voran. Du könntest jetzt eigentlich auch. Ja, hier habe ich Angst natürlich, er könnte hier. Normalerweise fliehen die, ne? Aber er kann natürlich die Moral wiederholen. Deswegen gehen wir mal auf Nummer sicher. Okay. Das war gar nicht so schlecht. Drei haben wir jetzt. Die haben sich auch erstmal ausgemehrt. Wir gehen hier nochmal ein bisschen weiter nach vorne. Jetzt kommt der Gegner ran. Jetzt kommt er ran mit seiner Kavallerie. Ja gut, jetzt können unsere Einheiten dann auch an den Start kommen. Wir haben nicht so viel mit Gelber. Der kann ruhig fliehen. Das finde ich okay. Insofern bleibt mal hier hinten. Aber jetzt werden wir jetzt hier auch kommen. So. Jetzt scheint es hier in die Nahkämpfe zu gehen. Gehen ein bisschen nach vorne. Der muss schon fliehen. Das ist also kein Problem. Insofern bleiben wir hier in der Defensivposition mit denen. Wir sind, glaube ich, jetzt artilleriemäßig sind wir vorne. Wir machen lieber Reaktionsfeuer. Und hier müssen wir müssen natürlich den Rest jetzt erwischen. Das ist jetzt ganz wichtig. Den Rest hier vom Schützenfest. Den. Ja. Ist der komplett hin? Sieht so aus. Dann müssen, gehen wir jetzt auf den hier noch. Und den. Okay. Gut, dann marschierst du hier nach vorne, feuerst hier nochmal. Hier können wir auch nochmal feuern. Sehr gut. Ach verdammt, das reicht aber nicht bis dorthin. Na, dann schalten wir jetzt die komplett aus. Nicht, dass er mit der noch fliegen kann. Und du erledigst die noch, bleibst ansonsten stehen. Du gehst hier ein bisschen näher ran. Ach, der Gegner macht nichts weiter. Ist ja ein Witz. Dann können wir ihn jetzt zusammenschießen, oder was soll das bedeuten? Ja, dann bleiben wir stehen. Dann bleiben wir jetzt hier stehen. Wenn er wirklich jetzt nicht agiert, ist ja äußerst merkwürdig. Wir gehen ein bisschen nach vorne. Hier auch. Hier auch. Nein, also hier nicht, wollte ich sagen. So. Wir gehen mal auf Nummer sicher und erledigen jetzt die Artillerie. Und jetzt widmen wir uns diesen guten Truppen hier. Die natürlich. Ach, hier ist ja noch eine. Oh Mann, die habe ich ja beinahe übersehen gehabt. Gut, hochspannend das Ganze. Auf jeden Fall gehen wir jetzt hier näher ran. Gehen in Schussposition. Ja, die kriegen natürlich jetzt ordentlich was ab. So haben wir uns das gedacht. Sehr gut, der ist schon auf der Flucht. Jetzt, auf die müssen wir uns jetzt konzentrieren. Ja, bleiben wir stehen. Ja, ich glaube, wir können uns das erlauben, stehen zu bleiben. Wir müssen noch nicht nach vorne stürmen. Bisschen ein Schritt. Wir haben einfach die überlegene Feuerpower. Ja. Den erreiche ich gerade so noch nicht. Aber hier. Na gut. Obwohl. Ah, ich würde die gern töten. Die Miliz ist mir eigentlich egal. Die sollen sich zurückziehen. Das sind die gefährlichen.
Okay, der ist auch hin. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt auf den. Und du... Tja. Feuerst hier nochmal. Die fliehen. Hervorragend. Einer geht noch nach vorne. Das ist nicht so schlimm. Vielleicht sollten wir uns jetzt mal um den kümmern. Ja, genau. Das machen wir mit der Kavallerie. Dafür ist sie da. Dafür ist sie perfekt geeignet. Müssen wir jemanden hier moralisch unterstützen? Eigentlich ist die Moral fantastisch. Lassen wir das mal lieber. Ich meine, man könnte... Aber dann geht der kaputt. Lass ihn lieber fliehen. Wir lassen ihn lieber fliehen. Hier gehen wir jetzt auch hier hin und versuchen, den direkt zu erledigen. Hier gehen wir auch nach vorne. Jetzt kommt die Kavallerie. Die fliehen alle. Und wir sind an der Reihe. Eigentlich gibt es hier noch zwei intakte... Na, da oben noch eine. Aber es gibt keinen Grund, jetzt hier unsinnig nach vorne zu stürmen. Wir bringen uns hier einfach nur in Schussposition und warten ab. Und feuern mit unserer leichten Artillerie weiter. Den erreiche ich nicht, dann ist der jetzt hier dran. Wohl lieber die töten. Ne? Das finde ich jetzt auch irgendwie wichtig. Den erreiche ich. Sehr gut. Du bleibst dort. Und die beiden kommen jetzt. Und das sollte es jetzt wirklich bald gewesen sein. Feuern wir hier drauf. Nö. Dich geben wir jetzt nicht nach vorne. Dich auch nicht. Dich auch nicht. Dich auch nicht. Das machen wir jetzt von der Ferne. Wobei, wir können das eigentlich Otto übernehmen lassen. Der macht das schon. So. Zimmer 10 Einheiten verloren und wir haben unter schweren Verlusten diese Provinz eingenommen. Haxako wiederum hat einen Kampf mit Ordune gehabt. Zwei Schiffe gegen ein Schiff. Wir wissen nicht, wie es ausgegangen ist. Und wir haben einen Sieg auf See. Zim. 11 Schiffe, Brückenkopf gesunken. Ja, einen kleinen Schaden genommen. Aber das hält sich natürlich in Grenzen. Das war der Sieg. Puh, das war ganz schön heikel. Aber ist nicht schlecht gelaufen. Wir haben echt keine Einheit verloren. Insofern, glaube ich, kann man sich da ein bisschen auf die Schulter klopfen. Das war nicht so einfach. Gut. Bessemerbirn haben wir jetzt. Scharfschütze und Speer können rekrutiert werden. Alte Einheiten können aufgerüstet werden. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit dem Aufrüsten funktioniert. Seeschlacht, dünne Keksera. Aufgrund großer Nachfrage scheint es nahezu unmöglich, das von Silvester Spekulatius erfundene Gebäck zu finden. Das braune süße Naschwerk, das als Silvesterkeks oder Spekulatius Cracker bezeichnet wird, findet besonders bei Kindern Anklang, wenn die Eltern eine Teegesellschaft geben. Weil es so schön kracht. Gut, wir haben neue... Wo ist denn hier noch was zu erkunden? Wo ist da? Ach, Warren ist das. Ja, ich will noch nicht nach Warren. Das ist alles in Warren. Hier ist aber noch woanders was. Ah ja, genau hier. So, hier soll jetzt bald der Bahnhof entstehen. Hier wollten wir den Bahnhof, glaube ich, direkt dort reinbauen. Du baust noch weiter an der Kohlemine. Du machst hier weiter mit der Forst. Und hier haben wir, ja, weitere Armeen. Und die Frage ist, was machen wir jetzt eigentlich? Wie lange müssen wir jetzt hier uns ausruhen? Was ist noch in Zim übrig? Hat er möglich... Ach du Schreck. Ach du Schreck. In Zim ist mindestens nochmal so eine fette Armee. Wie es aussieht. Hm. Die Artillerie ist natürlich schwer angeschlagen. Was heißt dies hier eigentlich? Ach so, aufrüsten. Ah, cool. So geht das aufrüsten. Kostet das für irgendwas? Ach, das kostet 3000. Jetzt sehen wir das. Gut. Na, ich würde mal sagen, das machen wir auf jeden Fall. Heilt das Aufrüsten? Ich weiß gar nicht genau. Gucken wir mal hier. Nee, das verändert einfach nur. Ah, 3000, ganz schön teuer. Aber natürlich unheimlich wichtig. Gut, also ich würde sagen, wir warten hier nochmal. Wir können jetzt noch nicht direkt den Angriff machen. Wir brauchen
brauchen einfach die leichte Artillerie, die muss auch anständig in Schuss sein. Nee. Wir müssen warten und vor allem hoffen, dass hier, wie heißen sie? Haxako jetzt nicht irgendwie direkt eine Offensive gegen uns startet. Aber wir können durchaus von Wallonien aus hier noch Truppen nachsenden. Das ist ja möglich. Das ist möglich, denke ich. Wobei man es natürlich auch nicht übertreiben darf. Na, ich denke, aber wir machen das. Wir bringen mal zwei Infanteristen und einmal diesen guten Typen hier mit rüber, der uns dann hier verstärkt noch in Warren. Okay. Wir gucken jetzt aber mal auf die Flotten. Sehen wir irgendwelche Feindflotten? Diese hellblauen, auf die müssen wir achten. Und ich denke, wir werden jetzt auch unsere Flotte irgendwie, ja, wo bringen wir sie hin? Wollen wir direkt den Gegner angreifen? Ich gehe erstmal auf Nummer sicher. Und wir werden versuchen, hier erstmal zu operieren und unsere Küste so ein bisschen abzusichern und zu schützen. Ja, das scheint mir besser zu sein. Hier ist kein Gegner mehr in Sicht. Insofern ist die Frage, wie riegelt man das jetzt am besten ab, ne? Ich denke, hier ist ein ganz guter Standort. Hier haben wir auch noch ein Schiff. Zwei Schiffe sogar. Die müssen jetzt raus und die werden sich dann mit dem verbinden. Aber das lassen wir. Ne, das lassen wir da. Der wartet. Der wartet auf die anderen. So, keine Landung in Sicht. Insofern bleiben wir einfach mal hier in der Verteidigung. Ihr bleibt auch hier, das ist klar. Okay, damit sind erstmal die Truppenoperationen erledigt. Sehr schön. Dann kümmern wir jetzt uns um die wichtige Produktion. Es gibt keinen Grund, von unserem Verfahren hier abzuweichen. Wir machen immer fleißig weiter. Wir bauen aber jetzt mal noch leichte Artillerie. Und wir haben, ich sehe gerade, wir haben Mangel an Waffen. Da müssen wir auch noch mal was tun. Wir werden wieder ein Meister und zwei diese hier. Gut. So, wir bleiben auch hier beim Konzept. Viermal das. Okay. Textilfabrik ist jetzt massiv ausgebaut. Aber die Frage ist, wo bringen wir jetzt hier. Also wir steigern definitiv einmal hier unsere. Diese Geschichte. Vielleicht sogar zweimal. Ich weiß nicht so recht. Sind wir hier am Anschlag? Ne, sind wir auch nicht. Das sollten wir durchaus sein. Da sind wir aber jetzt schon wieder am Ende der Kapazität. Na gut, machen wir das so. Mehr können wir eben im Moment nicht leisten. 10, wir können theoretisch noch einen Ausbau machen. Wie sieht es aus mit einem weiteren Schiff hier? Ne, wir haben ja keine Waffen. Ja, alles klar. Dann können wir das erst die nächste Runde machen. Und das Transportwesen. Ah, sehr gut. Wir können hier noch weiteren Stahl transportieren. Ist noch was dazugekommen? Wie es aussieht, nicht. Doch hier Wolle. Aber ich gucke erstmal wieder bei der Nahrung. Benötigt 18. Benötigt 9. Benötigt 8. Sind wir zumindest da auf dem Status quo und den Rest holen wir hier die Wolle rein. Gut. Gut, Leute. Dann werden wir hier nochmal uns den Handel angucken. Ja, wir brauchen jetzt natürlich Geld für die Upgrades und so weiter. 232 ist nicht so toll. Aber die Waffenproduktion, die verschlingt halt eben auch Geld. Mal sehen. Ich hoffe, wir kriegen das alles verkauft. Sonst wird es kompliziert. Sonst müssen wir unsere Subventionen einstellen oder so. So, den Zug werden wir nochmal beenden. Drei Einheiten kaufen wir, den Rest lehnen wir ab. 2-3 nur verkauft. Dafür hier kriegen wir jetzt ein bisschen Einnahmen. Weiter von der Baumwolle plus 2000. Das ist nicht so gut. Insgesamt Minus gemacht, weil wir 3000 an Subventionen rausgeben. So. Und inzwischen ist die Universität erweitert worden und verfügt nun über neue Fachbereiche. Sehr interessant. Sehr interessant. Leichte Artillerie gebaut. Und wir haben eine Feindflotte gesehen in der Kennewicksee. Ja, okay. Gut.
Jetzt will ich nur eine Sache mal schauen. Was ist denn das mit der Universität? Oh, das sieht aber schick aus. Was ist denn hier neu verfügbar? Ich sehe gar nicht. Das sind die Sachen, die wir eigentlich schon kennen. Es kann aber sein, richtig. Das war beim letzten Mal schon. Uns wurde, glaube ich, 10 Papier geschenkt. Ja, beim Ausbau der Universität. Es ist gar nichts neu verfügbar, sondern wir haben einfach nur 10 mehr Papier, was ganz gut ist. Das entlastet uns ein bisschen in der Arbeitskraft für die nächsten Runden. So, kurzer Einblick. Wo ist denn jetzt eigentlich nur die Feindflotte? Achso, die ist hier in der Kennewicksee. Das ist eine Flotte aber von Zim. Die Haxako-Flotte ist noch nicht in Sicht. Was einerseits beruhigend ist, andererseits aber auch wieder beunruhigend. Nun gut. So, dann nochmal ein kurzer Blick hier auf den Sch Erholungsstand hier unserer Armee. Wird langsam. Ich denke mal, in 2 bis 3 Runden können wir den nächsten Schlag setzen. Das wird möglicherweise dann nochmal eine größere Schlacht werden. Okay. Ich sehe gerade, ich hätte den hier upgraden sollen. Das ist der bessere. Der mit der besten Erfahrung. Na gut, wie auch immer, wir sind erstmal am Ende wieder der Staffel angekommen. Hochdramatisch wird es weitergehen, endet es und wird es weitergehen. Und wie wir das gewohnt sind, werden wir hier natürlich nochmal gucken. Nicht hier, sondern hier, wie unser Stand ist im Statusbericht. Also, wir liegen jetzt doch ziemlich weit vorne. Also, das hat sich jetzt vergrößert, der Abstand, da bin ich mir sicher. Innenpolitisch sind wir vorne, außenpolitisch haben wir uns auch verbessert durch die Botschaften, die wir eröffnet haben. Sehr gut vor Haxako sogar. Wie steht eigentlich, schaut mal, Haxako vorletzte eigentlich nur. Militärisch haben wir jetzt auch ein bisschen aufgeholt. Devron haben wir überrundet. Ordune liegt vorne, unser Verbündeter. Hauptsache er zeigt das mal, macht mal was. Mit Haxako sind wir gleichgezogen. Handelsmarine ist Devron stärker. Überseeexporte haben wir auch auf. Ach nee, das sind unsere Exporte. Ja, da haben wir ein bisschen was verloren, da waren wir vorne. Industrie, das ist unsere wirkliche Stärke, das klappt gut derzeit. Arbeitskräfte, ja, das hängt natürlich zusammen. Überseeprofite holen wir auch ein bisschen auf. Haxako hat gar keine und Transportwesen sind wir ganz oben. Gut, Leute. Also, nach wie vor ist es nicht so, dass man irgendwie, auch wenn wir vorne liegen, dass es irgendwie ein Kinderspiel ist. Im Gegenteil, man hat das Gefühl, das kann alles ganz schnell wieder ganz krass umkippen. Da sehe ich gerade, diese Goldmine ist jetzt auch erreichbar, wenn wir hier einen Bahnhof hinbauen. Wir können ja jetzt in die Hügel gehen. Das ist dann das nächste Projekt, wenn der Bahnhof hier gebaut ist und die Goldmine angeschlossen ist. Da kriegen wir regelmäßiges Einkommen. Das ist natürlich auch was Tolles. So, Leute, ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig, wenn es weitergeht. Also unglaublich, was dieses Spiel für einen Spaß macht. Und zwar langfristig. Also das hält einen hier echt gefesselt. Sehr schön. Ich hoffe, euch geht's genauso. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinballen.